Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Der Pre-Patch ist live und somit die neuen Server gestartet. Ihr könnt demnach ab sofort auf einem der beiden neuen europäischen Server namens Tekal oder Chainstalker starten und die Reise von komplett vorne beginnen. Dank dem 50% erhöhten XP-Buff und der Reduzierung der benötigten Erfahrung zwischen Level 60 und 70 sollte das Erreichen der Maximalstufe deutlich schneller gehen als üblich. Ebenfalls ist es möglich, einen kostenpflichtigen Charakterboost in Anspruch zu nehmen. Das funktioniert allerdings nicht auf einem der neuen Servern. Hierfür gibt es zwei Pakete, die es aber preislich definitiv in sich haben. Das Nordend Heroic Upgrade für 50€. Hier erhaltet ihr einen Charakterboost auf Level 70, mit diesem könnt ihr euch ganz einfach eine Klasse eurer Wahl auf Stufe 70 pushen. Der Todesritter ist hier allerdings außen vor. Besagter Charakter hat dann die Reitstufe 225, bedeutet erfahrenes Reiten, mit dem ihr ein normales Flugmount mit 150% fliegen könnt. Dazu kommt natürlich noch das epische Bodenmount, Waffenfertigkeit mit Stufe 70, Zugang zu allen Flugrouten in Azeroth und der Scherbenwelt, grüne Ausrüstungsgegenstände, etwas Gold sowie 4 Lederbeutel mit je 14 Plätzen. Ruftechnisch seid ihr allerdings bei den Fraktionen aus TBC neutral, sodass ihr nicht automatisch HC Dungeons besuchen könnt. Zusätzlich bekommt ihr noch Pebble den Pinguin als Haustier. Dank dem neuen Fach Haustiere nimmt dieser sogar nicht mal einen Taschenplatz weg. Des Weiteren gibt es das Spielzeug Glücksköder des Fischbrechers. Besagten Spielzeug beschwört ihr euch einmal pro Stunde einen Tusker Angelfreund, bei dem ihr zum Beispiel Köder zum Angeln kaufen könnt. Verkaufen könnt ihr hier allerdings nicht. Mit der für 80€ erhältlichen Version namens Nordend Epic Upgrade erhaltet ihr alle gerade genannten Dinge, also den Level 70er Boost, das Haustier sowie das Spielzeug. Des Weiteren bekommt ihr hier noch 30 Tage Spielzeit sowie 2 Flugmounts. Einmal für WOTLK Classic den Wahlknochenbegleiter der Kaluag sowie einmal für Retail WoW den Küstenbegleiter der Tuska. Das Mount für Classic seht ihr auch schon im Hintergrund. Sieht soweit eigentlich ganz cool aus, aber dafür 80€ zu bezahlen, muss natürlich jeder für sich selber wissen. Um die Ingame-Gegenstände zu erhalten, quatscht einfach den Gastwirt in eurer Hauptstadt an. Wenn euch das Mini-Update-Video gefallen hat, dann lasst uns doch super gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß im Pre-Patch und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.